Guten Tag! Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Kingdom Hearts für die PlayStation 2, von entwickelt von Disney und Squaresoft, jetzt Square Enix. Und bevor das Video hier kommt, werden wir erstmal noch ein bisschen labern. Ja, also ich mache hier erstmal ein bisschen was, ihr hört es wahrscheinlich immer im Hintergrund. Auf jeden Fall Squaresoft heißt jetzt Square Enix und egal. Ich freue mich sehr auf das Let's Play. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich schon 6 Parts aufgenommen. Leider mit Hypercam, da ich... ja, mit Traps konnte ich nicht aufnehmen, weil es dann immer Slowdown gab. Ja, ist egal. Ich muss leider gleich die richtige Intro-Musik rausschneiden, aus rechtlichen Gründen. Ich guck mal, ob ich da noch einen Link zu dem Lied reinpacke, damit ihr es so im Hintergrund laufen lassen könnt. Oder, ja, was weiß ich. Jetzt erstmal warten wir noch kurz und dann kommt das kleine... Obwohl, nee, wir starten jetzt erstmal ein neues Spiel. Mein Controller zieht immer so ein bisschen nach links. Und ja, wir spielen jetzt auf normal. Ja, und ja. Und jetzt bin ich leise. Ich habe in letzter Zeit so seltsame Gedanken. Ist das jetzt nur ein Traum oder nicht? So viel zu tun. So wenig Zeit. Lass dir Zeit. Habe keine Angst.
Die Tür ist noch zu. Geh nun weiter. Kannst du das? Ja. So, Leute. Entschuldigung, kurz. Ja, pipapo, egal. Für die kleinen Lags in dem Intro tut es mir leid. Ist halt mein PC. In die Root eine Macht. Gib ihr eine Form. Und sie wird dir Kraft geben. Wähle gut. Also, wie gesagt, ich hatte eigentlich schon 6 Parts aufgenommen. Also es ist bis zu einer bestimmten Stelle nicht mehr blind. Aber sonst ist es ein... Mein Hund bellt gerade. Moment, Leute. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Auf jeden Fall, sonst ist das ein Blind Let's Play. Ja, ich weiß schon, welche Klasse ich nehmen will, aber wir gucken uns trotzdem alle an. Wir fangen mal hier an. Macht des Wächters. Güte und Hilfsbereitschaft. Ein Schild, um alles abzuwehren. Sie ist die Macht, die du suchst? Nein. Gehen wir mal hier hin. Macht des Magiers. Innere Stärke. Ein Stab, der Wunder bewirken kann. Sie ist die Macht, die du suchst? Nein. Wir werden den Krieger nehmen, weil einfach Mainstream und so. Nein, ich, da es blind ist, das Let's Play, fange ich immer, also immer wenn ich ein neues Spiel spiele, wo man Klassen auswählen kann, fange ich meist mit dem Krieger an, weil es am einfachsten ist. Und ja, so. Die Macht des Kriegers. Unbeugsamer Mut. Ein Schwert mit großer Zerstörungskraft. Sie ist die Macht, die du suchst? Ja. Du hast dich entschieden. Doch auf was verzichtest du dafür? Und, ja, beim letzten Mal, wo ich das angefangen hatte, habe ich dafür auf den Stab verzichtet. Aber ich denke mal, ich verzichte diesmal, einfach um zu gucken, was damit passiert, auf das Schild. Ich weiß nicht, ob es klug ist, aber ich werde es tun. Die Macht des Wächters. Güte und Hilfsbereitschaft. Ein Schild, um alles abzuwehren. Verzichtest du auf diese Macht? Ja. Du verzichtest auf die Macht des Wächters. Ist es das, was du dir wünschst? Ja. Du hast die Macht zum Kämpfen erworben. Drücke X, um anzugreifen. Ja, so. Genau, du hast es erfasst. Ja, benutze diese Macht, um dich und andere zu beschützen. Ich muss mal niesen. Fehlalarm. Die grüne Leiste zeigt deine Hitpoints, HP, also deine Gesundheit an. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, das kenne ich schon. Und ja, ihr solltet das bestimmt auch kennen. Die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Lass dein Licht hell erstrahlen. Okay. So, erstmal anvisieren. Komm, lass mich dich angreifen. Zack, zack. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Grundsätzlich wirst du automatisch den allernächsten Gegner anvisieren, aber du kannst auch einen baldigen, beliebigen Gegner mit R1 manuell anvisieren. Ja. So, bam, bam, bam.
Bam, bam. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Gegner machen switchen kann. Warte, bevor ich den besiege, sammle ich hier nochmal die ganze XP ein. Komm, gib sie mir, Digga, gib sie mir. Und den haben wir auch besiegt. So, da ist eine Tür und ja, die werden wir gleich mal untersuchen. So. Kann sie noch nicht öffnen. Oh, eine Truhe, ich will sie haben, ich will sie haben, ich will sie haben. Ja, ja. Ah. So, einmal mit einem Schwert draufhauen und die geht auf, das ist auch geil. Und da ist eine Kiste. Die kann man schieben oder man kann sie hochwerfen. Und ja. Ja, ich weiß, dass Kisten sich auch zerstören lassen. Man kann sie auch anvisieren und dann bekommt man eine, zum Beispiel eine Potion. Und ja, jetzt öffnet sich das Tor. Naja, erstmal. Ja, so kann man wechseln. Und man kann sie auch hochheben. Und werfen. Ja. Die Tür lässt sich jetzt öffnen. Ich hoffe, ich kann das Fass noch. Ah, okay. Okay, dann werden wir sie jetzt nochmal unter... Nein, 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 nein. Wir werden sie jetzt nochmal untersuchen. Gucken, was passiert. Warte, die Tür wird noch nicht aufgehen. Erzähle mir zuerst mehr von dir. Okay. Ja, wir müssen jetzt mit den Leuten hier reden. Und die stellen uns Fragen und daraus wird unser Charakter irgendwie so entwickelt. Und ja, ich werde, denke ich mal, das gleiche antworten wie beim letzten Mal. Was bedeutet dir am meisten? Freundschaft. Freundschaft denn so wichtig? Ja, für mich schon. Was ist dir im Leben wichtig? Was ist dir wichtig im Leben? Ja, seltene Dinge zu sehen, die Welt zu kennen. Ich möchte stark sein. Stark zu sein, hm? Du? Wovor hast du Angst? Alt werden, anders zu sein, unentschlossen zu sein? Beim letzten Mal habe ich unentschlossen genommen. Anders bin ich gerne, also ich bin nicht, außer das mit der Klasse jetzt, Mainstream und so, aber sonst bin ich gerne anders, alt möchte ich eigentlich auch nicht, also vom Altwerden habe ich wirklich Angst, auch im echten Leben, aber ich glaube, das haben viele Leute, und ich denke mal, jetzt werde ich das auch nehmen. Altern, ist das denn wirklich so schlimm? Du wünschst dir Freundschaft, du möchtest stark sein. Und du hast Angst davor, alt zu werden. Dein Abenteuer beginnt. Am Mittag. Schreite zügig voran. Dann wird alles gut gehen. Gut. Der Tag, an dem du die Tür öffnen wirst, ist sehr fern und zugleich sehr nah. Okay. Ja, momentan noch ein sehr... spannungsvolles Spiel und ja, wird richtig mitgerissen. So, wir gehen mal hier in die Mitte und gucken, was passiert. Drücke die Starttaste, ja, ja.
sehr viele Gegner auf einmal. Aber das macht uns ja nichts aus, denn wir sind gut. Und ich werde kein Leben verlieren. Ich werde euch einfach alle vernichten. Oh, verdammt. Nochmal kurz die EP einsammeln. So. Ja, lass mich alle in Ruhe. Und den auch noch weg. Und ich auch. So. Jetzt erscheint ein Speicherpunkt. So, gehen wir mal drauf da. Hier ist ein Speicherpunkt. Stelle dich darauf, um HP und MP zu tanken. Wähle im Speichermenü Speichern und drücke X zum Bestätigen. Ja, ja. Ja, Leute, und hier werde ich auch den ersten Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal werden wir sehen, wo diese Treppe uns hinführt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.